Nicht ganz so anonym geht es her, wenn man zu der Frau geht, mit der ich jetzt rede. Natürlich, Gottes Willen, sie hat auch eine Schweigepflicht, aber ihr kann man in die Augen gucken. Sie ist Neurologin und zwar an der oder in der Nervenfachärztlichen Gemeinschaftspraxis in Ulm. Sie hat sehr, sehr viel Erfahrung rund um das Thema Multiple Sklerose und mit ihr möchte ich jetzt reden über das Thema, wie ich die richtige Therapie für mich finde. Liebe Frau Dr. Daniela Rau, hören Sie mich? Sind Sie da? Hallo. Hallo, guten Tag, hallo Herr Carpendale. Hallo. Sie sitzen in Ulm? Jawohl, im schönen Ulm bei strahlendem Sonnenschein sozusagen. Das sehe ich. Ich bin neidisch. Hier draußen scheint nicht so sehr die Sonne. Ich sitze in Dresden, ja, also doch schon ganz ordentlich weit entfernt. Wir senden heute aus Dresden und ich freue mich, dass es über die Distanz klappt und ich freue mich, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können. Man muss dazu sagen, beim Connection Day vor ein paar Monaten hatten wir, nicht wir beide, aber hatten wir schon mal einen Experten-Talk und gerade diese Talks geben wahnsinnig viel Feedback. Sie sind oft sehr informativ und sehr wichtig für MS-Patienten da draußen. Ich glaube, auch das habe ich eingangs schon erwähnt. Ich kann mir vorstellen, dass gerade dieses Thema, wie finde ich die richtige Therapie, dass gerade dieses Thema sehr, sehr wichtig ist, natürlich für Menschen, die vielleicht gerade erst von ihrer Diagnose erfahren haben, ja, die gerade wirklich das erste Mal sich mit dem Thema Therapie beschäftigen, aber auch gleichermaßen für Menschen, die schon viele, viele Jahre, vielleicht Jahrzehnte mit dieser Diagnose und mit einer bestimmten Therapieform leben und die sich natürlich immer wieder auf den neuesten Stand der Forschung bringen wollen und einfach wissen wollen, was es da draußen gibt, weil es tut sich ja viel. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gelernt und deswegen kann man auch manchmal, nicht immer, aber manchmal durch einen Therapiewechsel eine ganze Menge erreichen. Aber jetzt habe ich genug gelabert, jetzt kommen Sie zu Wort und das hoffentlich nicht zu knapp. Warum ist es so wichtig für MS-Patienten, die richtige Therapie zu finden? Ich denke, um die Frage beantworten zu können, muss man sich nur eine andere Frage stellen, nämlich was das Ziel eigentlich einer passenden und einer richtigen Therapie ist. Und das ist für uns als Ärzte, aber auch für die Patienten natürlich eigentlich das Gleiche, nämlich Krankheitskontrolle zu erreichen, also ein Krankheitsfortschreiten, eine Krankheitsprogression zu stoppen, in dem Maße dann das Maximale an Lebensqualität zu erreichen, beziehungsweise auch erhalten zu können. Also nicht nur praktisch wieder aufzubauen, sondern auch das, was man sich vorstellt, erhalten zu können und dann eben ein Leben zu führen, das durch die Erkrankung selber so weit wie möglich nicht beeinträchtigt wird oder nicht eingeschränkt wird. Und das hört sich vielleicht jetzt so in einem Satz sehr einfach an, wenn man das so sagt, aber das ist alles andere als einfach, weil wir müssen ja überlegen, wir haben eine chronische Erkrankung vor uns, die nach wie vor trotz der Fülle, und das ist gut, ne? Also wir haben Zeiten gehabt, da haben wir fast keine MS-Therapien gehabt. Aber wir haben jetzt eine Fülle an MS-Therapien und trotzdem ist natürlich die Erkrankung bei denen nicht heilbar. Das heißt, wir machen eine prophylaktische Therapie und das über Jahre hinweg. Dann haben wir junge Patienten, also das Haupterkrankungsalter ist ja weiterhin um die 30. Wobei ich auch sagen muss, meine Patienten sind eigentlich 20, 18, 19, 20, die mit der Erstdiagnose zu mir kommen. Das heißt, wir brauchen eine Therapie, die der Patient über lange Jahre hinweg, also lebensbegleitend in den verschiedenen Lebensabschnitten dann auch anwenden kann und anwendet. Und dann kommt natürlich noch ein nächster Punkt dazu, die auch konstant anwendet. Also es geht ja nicht nur darum, das abschnittsweise zu tun, sondern möglichst konstant über diese lange Periode. Denn wir wissen gerade noch von den Daten, wo wir keine Medikamente oder sehr wenige Medikamente hatten, dass wenn man die MS nicht therapiert, es zu zunehmenden Schüben kommt, zu Krankheitsprogression, zur Anhäufung von Behinderungen, die wir unter Umständen dann auch nicht mehr adäquat symptomatisch therapieren können und die dann die Lebensqualität einschränkt. Und nichtsdestotrotz, selbst wenn wir das alles bedenken, muss es dann auch bei dem Patienten zu seinem individuellen Lebensplan auch noch dazu passen. Denn wenn wir einen 20-jährigen Patienten haben, hat der nun ganz andere Vorstellungen von seinem Leben wie ein 30-, 40-, 50-Jähriger, ja, die auch die MS haben. Das heißt, auch da müssen wir den individuellen Patienten abholen. Er muss informiert werden, er muss adherent sein, hinter seiner Therapie stehen, sagen, ja, ich tue das.
Und somit ist es eigentlich mittlerweile so, dass wir für jeden Patienten ein individuelles Therapiekonzept erstellen. In dieser guten Lage sind wir mittlerweile, eben nicht nur einzelne Therapien zu haben und die Therapien über jeden Patienten rüberstülpen zu müssen, sondern wirklich auswählen zu können. Das war vor Jahren nicht der Fall. Und ich denke, das betont auch nochmal die Wichtigkeit, uns auch mit diesen Therapien wirklich auf ärztlicher Seite, aber auch auf Seiten der Patienten dementsprechend zu beschäftigen. Und so viel auch dazu, bei der Therapie zu bleiben. Vor Jahren, ich meine, vor Jahren war es gut, dass es wenigstens schon ein paar Medikamente gab. Aber ich glaube, viele Menschen, die vor vielen Jahrzehnten ihre Diagnose erhalten haben, denken immer noch, dass Medikamente unbedingt viele schwere Nebenwirkungen auch haben müssen. Das hat sich mittlerweile verändert. Nicht nur die Medikamente haben sich verändert, sondern auch die Quantität an Medikamenten, mit denen sie sich wirklich auf verschiedene Lebensumstände einstellen können. Wie findet man denn die richtige Therapie und wie wichtig ist da die Art der Verlaufsform der MS? Also ganz wichtig ist, dass wir uns am Anfang natürlich mit verschiedenen Faktoren im Arzt-Patienten-Gespräch miteinander befassen. Ich denke, es gibt zwei verschiedene Sichtweisen weiterhin. Für den Arzt ist es natürlich wichtig, zuerst mal eine Therapie zu wählen, die effektiv ist, ja, die also in Studien randomisiert, kontrolliert, über Jahre hinweg bewiesen hat, dass sie bei dieser Verlaufsform oder bei dieser Form der MS bei dem individuellen Patienten einen Nutzen bringt. Das ist für uns Ärzte natürlich immer das Erste, was zählt. Also, dass keine Schübe auftreten, dass wir keine neuen Läsionen im MRT haben, dass wir aber auch keine Behinderungsprogression haben. Also, dass wir eben nicht erleben, dass unser Patient schrittweise immer mehr Behinderung ansammelt, vielleicht dann im Verlauf durch Rollator abhängig wird. Also, das wollen wir als Ärzte natürlich mit primärem Fokus nicht. Das Weitere, was aber natürlich jetzt immer mehr auch bei uns in den Fokus gerät, ist die Sicherheit und die Verträglichkeit und die Möglichkeit der Integration der Therapie in den Lebensalltag. Stichwort, ich brauche eine Therapie, wenn mein Patient die einnimmt, ganz egal, ob Spritzen, ob Tabletten, ob Infusion, wo er nicht direkt hochgradige Nebenwirkungen hat. Denn wenn er das hat, wird der Patient auf Dauer nicht adherent bleiben. Er wird die Therapie nicht gerne nehmen wollen. Er wird anfangen, in Anführungszeichen, zu schlampern oder unter Umständen die Therapie dann absetzen. Das heißt, das muss man schon von Anfang an mit überlegen, okay, was kann denn diese Therapie unter Umständen für Nebenwirkungen bei meinem Patienten akut machen. Dann ist ein wichtiger Punkt, ich muss mir meinen Patienten anschauen. Also es gibt natürlich junge Patienten, die außer der MS keine weitere Erkrankung haben, aber es gibt Patienten, die schon auch weitere Nebenerkrankungen mitbringen, sei es ein Bluthochdruck, sei es ein Diabetes, sei es eine andere Autoimmunerkrankung, wo dann vielleicht auch gewisse Therapien gar nicht mehr eingesetzt werden sollen oder dürfen oder können. Ne? Also das heißt, auch das müssen wir von Anfang an schon mit berücksichtigen, wenn wir eine Therapie auswählen. Auch die Langzeitverträglichkeit, darf man auch nicht vergessen, müssen wir berücksichtigen. Das heißt, wenn wir einen jungen Patienten haben, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir eine Therapie wählen, wo gerade sekundäre Erkrankungen im Verlauf jetzt nicht manifest rauskommen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich auch das Alter des Patienten. Wir wissen mittlerweile, dass das Immunsystem altert. Das wissen wir noch nicht so lange. Das heißt, die Aktivität des Immunsystems verändert sich im Alter und auch die Effektivität unserer Therapien verändert sich im Alter. Das heißt, auch das müssen wir berücksichtigen, wenn wir eine Therapieentscheidung treffen. Wenn wir jetzt unseren Patienten angucken, ist das, was ich jetzt gerade gesagt habe, für den Patienten an sich natürlich genauso wichtig wie für uns Ärzte. Aber für den Patienten steht auch noch so ein bisschen mehr im Fokus die eigene Lebensqualität und wie er die Therapie dann integriert auch in seinen Alltag. Wir wissen ja, und ich denke mal, das ist kein Geheimnis, wir Frauen haben bei der MS einfach ein bisschen schlechtere Karten. Es sind 2 bis 3 Mal so häufig Frauen, die erkranken, wie die Männer. Und für uns ist halt ein wichtiges Thema natürlich auch die Schwangerschaftsplanung. Das heißt, ich muss auch, wenn ich eine Frau vor mir habe, mit ihr ganz klar kommunizieren, wie sieht es aus, planen Sie eine Schwangerschaft in naher Zukunft und muss auch damit Therapiestrategie-Regime dementsprechend anpassen, weil es gibt Medikamente, wo man nicht schwanger werden darf oder wo man eine Schwangerschaft planen darf.
Dann haben wir natürlich auch junge Patienten, die Familie, Beruf unter einen Hut auch mit ihrer Erkrankung bringen wollen. Das heißt, ich muss auch eine Therapie wählen, wo mein Patient, wenn der jetzt im Ausland ist und eben keinen Kühlschrank zur Verfügung hat, muss ich eine Therapie wählen, wo er jetzt vielleicht nicht viel Arztkonsultationen hat, wo er nicht eine Medikation nehmen muss, die gekühlt werden muss. Also auch die Lebensumstände sind für den Patienten natürlich enorm wichtig. Dann natürlich auch die Applikationsarten. Nicht jeder Patient möchte zum Beispiel eine Tablette nehmen, nicht jeder Patient möchte eine Spritze oder eine Infusion haben. Das heißt, auch da müssen wir mit den Patienten ganz klar sprechen. Und auch, das darf man nicht vernachlässigen, der Patient muss ja auch eventuell die Mobilität aufweisen, um für bestimmte Therapien ans Zentrum zu kommen. Wenn wir jetzt einen stark eingeschränkten Patienten haben, dürfen wir dem nicht zumuten, jeden Monat 200 Kilometer an Strecke zurückzulegen zu müssen, um bei uns eine Therapie zu erhalten. Und damit es dann noch komplizierter wird, brauchen wir natürlich auch die Mitarbeit des Patienten. Das heißt, nur wenn der Patient versteht, was er tut, warum er auch gewisse Dinge machen sollte während einer Therapie, sprich Voruntersuchungen, sprich auch regelmäßige Kontrollen, wird er natürlich der Therapie in Anführungszeichen adhärent treu bleiben. Und das ist für uns natürlich eigentlich das Wichtigste, weil nur wenn wir Patienten haben, die wirklich auch die Therapie regelmäßig einnehmen, kann die so wirken, wie wir das am Anfang auch mit ihm besprochen haben, bevor wir die Therapie begonnen haben. Und um auf die zweite Frage noch einzugehen, das stimmt, es gibt, und da sind wir Ärzte auch reglementiert, haben wir natürlich bestimmte Vorschriften, dass wir bei bestimmten MS-Verläufen auch nur bestimmte Therapien einsetzen dürfen. Das heißt, die Therapien sind ja alle in einem bestimmten Zulassungsregime durchgegangen im Rahmen von Studien und haben dann eine gewisse Zulassungslabel bekommen, wo wir dann uns natürlich als Ärzte auch danach richten müssen im Alltag und mit dem Patienten besprechen müssen, dass vielleicht für ihre Verlaufsform jetzt nicht jede Form der Therapie überhaupt den Effekt bringt, die es bei einer anderen Verlaufsform bringen würde. Das ist natürlich dann auch nicht immer einfach. Viele Patienten sind dann auch enttäuscht, wenn zum Beispiel dieses Medikament, das bei einem bekannten MS-Patienten, die Patienten sind ja auch in Communities engagiert und sind ja da sehr viel vernetzt und dann redet man auch untereinander und dann sagt der eine, boah, das war bei mir super, ich habe das total toll vertragen und der andere sagt dann, nee, bei mir war das total, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, scheiße und ich hatte Nebenwirkungen und das Medikament ging gar nicht. Und da entstehen natürlich dann auch manchmal diesbezüglich dann Enttäuschungen. Und das ist ganz wichtig, dass wir darüber gleich von Beginn an reden. Also man merkt schon viele, viele, viele Punkte, die Sie beachten müssen und gemeinsam auch mit dem Patienten entscheiden müssen. Auch teilweise sehr komplex, aber um das Positive auch daraus zu ziehen, eben komplex, weil Sie so individuell therapieren können. Gäbe es nur ein Medikament, das man so und so einnimmt, dann wäre es nicht komplex, aber halt auch nicht individuell. Aber Sie können wirklich für jede Lebenssituation was tun, jede Lebenssituation unterstützen. Was ist denn, wenn, ich sage jetzt mal den Namen nicht, damit das Ganze anonym bleibt, was kann ich tun? Eine anonyme Userin schreibt, was kann ich tun, wenn mein Neurologe das, was mir wichtig ist, nicht berücksichtigt? Ich habe das Gefühl, dass er mir nicht zuhört. Das kann natürlich der Fall sein, aber Sie haben ja auch gerade gesagt, manchmal muss man dem Patienten auch erklären, dass es vielleicht doch nicht das Richtige ist. Aber was ist, wenn man nicht das Gefühl hat, sondern wenn man einfach denkt, der hört mir nicht zu? Also ich würde immer den direkten Weg nehmen, ganz konkret ansprechen. Ne? Also in der nächsten Konsultation wirklich mit dem Arzt, weil davon gehe ich aus, dass es ein vertrauensvolles Arzt- und Patientenverhältnis gibt, dass man das wirklich als Patient ganz klar kommuniziert. Weil es ist ganz wichtig, dass auf beiden Seiten dann Erkenntnis da ist, dass der andere sich jetzt in diesem therapeutischen Setting entweder nicht verstanden oder nicht wohlfühlt. Wie Sie auch selber gesagt haben, manchmal ist auch wirklich so ein Missverständnis noch mit da, dass der Arzt vielleicht gedacht hat, er hat es ausreichend erklärt oder er hat es auf diese Belange eingegangen, das aber beim Patienten unter Umständen gar nicht so angekommen ist, ja, oder nicht ausführlich genug oder vielleicht auch in einer Sprache, die er nicht verstanden hat. Das ist ja das ist auch oftmals der Fall, dass da auch wirklich Kommunikationsdifferenzen dann bestehen, die ganz leicht geklärt werden können.
oder eben auch gewisse Dinge es verhindern, dass ein Patient vielleicht, wie vorher gesagt, Stichwort Zulassung, auch eine Therapie erhalten kann, die eigentlich von anderen Patienten hochgelobt wird. Also das heißt, das, denke ich mal, muss man ganz klar kommunizieren. Weil wenn das nicht stimmt, dann kann auch die Anbindung des Patienten, die Versorgung des Patienten, das funktioniert sonst nicht. Also wenn da kein Konsens da ist und vertrauensvolles Verhältnis, wird die Therapie auf Dauer nicht funktionieren. Jetzt habe ich schon mehrmals das Wort Therapiewechsel erwähnt. Wir wollen null dazu anregen, weil das eine sehr, sehr individuelle Sache ist. Wann sollte man denn als Patient darüber nachdenken und mit diesem Gedanken zum Neurologen gehen? Also ich denke mal, so Konsens besteht wahrscheinlich bei allen Patienten, aber auch bei den Neurologen, wenn man sagt, wenn die Krankheit fortschreitet. Das ist natürlich jetzt ein weiter Begriff, aber wenn Schübe auftreten, sei es jetzt Sensibilitätsstörungen, sei es Paresen und das vielleicht sogar mehrmals pro Jahr oder in einem bestimmten Zeitraum, dann sollte definitiv über einen Therapiewechsel nachgedacht werden. Es ist natürlich auch so, dass wir regelmäßig bei unseren Kontrollen Bildgebungen machen. Wir schauen auch dort nach und gucken, ob wir auch Krankheitsprogression haben, ohne Schübe zu haben. Auch da ist es mittlerweile so, dass der Konsens bei den Neurologen so ist, dass dann die Therapie an sich gewechselt werden sollte, wenn wir viele neue, auch bildgebende Herde haben. Nächster Punkt, denke ich, der auf Seiten vom Patienten nochmal wichtiger auch zu diskutieren ist, wenn Nebenwirkungen bei der Therapie auftreten. Das können jetzt natürlich Nebenwirkungen sein bei der Einnahme, das heißt, er nimmt das Medikament ein und fühlt sich dann 2-3 Stunden später schlecht, kann vielleicht dann auch nicht am Beruf teilnehmen oder am sozialen Leben, dann sollte auch die Therapie gewechselt werden. Das können aber manchmal Nebenwirkungen sein, die erst im zeitlichen Verlauf auftreten, Leberwerterhöhungen. Das kann sich entwickeln im zeitlichen Verlauf zum Beispiel. Und auch da muss natürlich dann zugunsten des Patienten, weil natürlich auch da dann vielleicht dauerhafte Schäden entstehen können, eine Therapie gewechselt werden. Also auch das muss man bedenken, ja. Und natürlich auch, wenn der Patient vielleicht andere Erkrankungen dann noch entwickelt im Verlauf des Lebens, die irgendwie mit der Therapie eine Wechselwirkung haben. Es gibt da auch Viruserkrankungen, zum Beispiel dieser JC-Virus. Das werden wahrscheinlich auch einige der Patienten schon kennen im Lauf der Therapie, dass man da immer wieder schaut, ob man diesen Virus nun im Körper hat. Auch das zwingt uns manchmal, eine Therapie zu ändern. Ja, und natürlich freudige Gründe wie eine Schwangerschaft, das natürlich auch. Ja, also das natürlich auch, also da, dass man da wirklich dann auf eine Therapie wechselt, wo man sagt, okay, damit ist eine Schwangerschaft vereinbart, das definitiv. Und dann, wie wir vorher schon gesagt haben, wenn die Verlaufsformen der MS wechseln. Auch da ist es dann natürlich so, dass wenn man jetzt von einer schubförmigen, zum Beispiel eine sekundär chronisch progrediente Verlaufsform wechselt, dass es da dann Therapien gibt, die eben weniger effektiv sind als andere. Und auch da ist es immer sinnvoll, dass der Patient seine Beobachtungen, also wie es ihm geht, wie es ihm klinisch geht, dem Arzt mitteilt, damit der dann auch überhaupt die richtige Therapieentscheidung treffen kann. Jetzt wird das Ganze ja für mich auch vorbereitet und manchmal stehen hier vor mir Begriffe, mit denen ich trotz meiner 3-jährigen Erfahrung jetzt bei Trotz MS gar nicht so viel anfangen kann. Hier steht jetzt was von Shared Decision Making und ich habe gestern gesagt, entweder ich google das jetzt oder ich lasse es mir einfach von der Expertin erklären. Ich habe mich für den zweiten Weg entschieden. Also legen Sie los. Was ist das und was kann ich damit bewirken? Also ich glaube, Shared Decision Making ist mittlerweile ein ganz zentraler Begriff, der immer wieder diskutiert wird. Und für mich bedeutet das einfach, dass ich als informierter Arzt, weil auch die Ärzte müssen natürlich wissen, was sie tun, das ist ganz wichtig, zusammen mit einem informierten Patienten, der also über seine Erkrankung Bescheid weiß, wie er auch selber in den Erkrankungsverlauf aktiv eingreifen kann, unter Berücksichtigung von den ganzen aktuell vorliegenden, auch zum Teil wissenschaftlichen Daten und eben unter Berücksichtigung des Patienten selber mit seinen Vorerkrankungen, mit seinen Plänen für die Zukunft zusammen eine Therapieentscheidung trifft. Das bedeutet für mich Shared Decision Making. Das heißt, beide Parteien wissen über das, was sie tun und das, was den Patienten individuell betrifft, zu 100%ig Bescheid und treffen beide eine gleichwertige Therapieentscheidung.
Das ist ja jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja nicht nur im Bereich der Neurologie so, aber ich glaube auch, auch das ist gerade ein Bereich, wo es ja wirklich Koryphäen auf diesem Gebiet gibt, die Menschen aber nicht so abholen. Was mache ich als Patient, wenn ich das Gefühl habe, ich sitze vor einem Arzt, von denen auch alle meine Bekannten schwärmen, der einfach eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist, vor dem ich auch einen riesen Respekt habe, aber ich verstehe nicht, was er zu mir sagt. Das ist sicherlich jetzt für Sie sehr schwer zu beantworten, aber das ist ja eine Situation, in der wir alle schon mehr oder weniger mal waren. Gerade bei der MS ist halt eben diese Kommunikation so wichtig. Was mache ich dann? Also ich sage es ganz ehrlich, ich bin natürlich zwar Arzt, aber ich bin natürlich in manchen Bereichen auch Patient. Also das trifft uns, glaube ich, alle. Und wenn ich jetzt vor einem Kollegen sitze und ich verstehe nicht, über was er spricht, auch das passiert mir, auch wenn man Medizin studiert hat, kennt man sich nicht in allen Bereichen aus, gerade wenn man dann im fachärztlichen Bereich ist, agiere ich eigentlich immer in dem Moment so, dass ich das direkt kommuniziere. Also ich sage dem Kollegen auch, dass ich das Gefühl habe oder sage dem Arzt und würde das dem Arzt dann immer kommunizieren, dass zwischenmenschlich das eventuell jetzt in diesem Moment aneinander vorbeigeht, dass man sich nicht verstanden fühlt, thematisiere aber auch genau, in welchen Bereichen ich mich nicht verstanden fühle. Oder würde das auch dem Patienten wirklich dann empfehlen, das zu thematisieren, damit auch eine Gesprächsgrundlage besteht. Denn dann kann der Arzt natürlich in dem Moment sagen, okay, wie gesagt, ist das wirklich auf Basis, dass da eine Dissonanz besteht oder können diese Missverständnisse dann aus dem Weg geräumt werden? Weil, wie vorher schon gesagt, wenn das vielleicht nicht möglich ist und man muss auch ganz klar thematisieren, es gibt manchmal Verhältnisse zwischen Arzt, Patient, da passt es von der Harmonie unter Umständen wirklich nicht, dann muss das aber auch klar thematisiert werden, ja, weil eben die MS eine chronische Erkrankung ist, weil wir langfristige Therapieverläufe haben und wenn das dann in der Harmonie nicht geklärt werden kann, dann wirklich würde ich dann auch, und da denke ich mal, sollten sowohl der Patient, aber auch als der Arzt so frei sein und sagen, okay, das passt nicht. Aber normalerweise habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn der Patient dann auch sagt, in dem und dem Problem habe ich irgendwie eine Dissonanz, da komme ich nicht weiter, da habe ich das Gefühl, sie hören mir vielleicht da nicht genügend zu, dass da schon dann ein Gespräch möglich ist und dass auch eine Aufarbeitung möglich ist. Aber ich empfehle immer das direkte Ansprechen. Ja, und da setzt ja auch trotz MS an. Wir können die Arbeit von Ärzten nicht ansatzweise ersetzen. Das ist auch nicht das Ziel. Aber wir haben einfach gemerkt, dass es manchmal ein bisschen an der Kommunikation hapert. Ich glaube, auch da hat sich eine ganze Menge auch seitens der Ärzte getan, wenn ich Sie so kennenlerne, wenn ich Professor Limrow so kennenlerne, den ich in der Vergangenheit interviewen durfte. Ärzte, die sich wirklich gut ausdrücken und die nicht nur die Fachkompetenz haben, sondern die auch sehr viel Wert auf die Kommunikation mit dem Patienten legen. Ich lese ja auch gerade eine Frage, nicht direkt an Sie, glaube ich, in dem Fall. Die Diagnose erschlägt ein Jahr, kann man trotz MS nicht noch besser in den Kliniken etablieren? Ich gebe das einfach mal weiter an unser Team, auch das werden wir versuchen. Ich würde gerne dieses Gespräch noch positiver als sowieso schon, weil ich finde, dass es individuelle Therapieformen gibt. Das ist schon was sehr Positives, aber noch positiver abschließen als sowieso schon. Wir haben gerade gesagt, es gibt auch freudige Erlebnisse wie Schwangerschaft. Auch darauf kann man sich einstellen. Wenn Sie jemanden dieser Diagnose mitteilen, Sie haben gerade gesagt, teilweise teilen Sie es 18-, 20-Jährigen mit. Wenn Sie jemanden die Diagnose mitteilen, und dann sitzt ja wahrscheinlich meistens eine Person vor Ihnen, die, wenn sie wirklich begreift, was Sie da gerade sagen, die glaubt, dass ihr Leben zu Ende sei. Was sagen Sie so einer Patientin oder so einem Patienten? Also da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Es ist immer noch im Volksmund eine eher negativ belegte Sicht der Erkrankung, weil viele eben noch diese alten Verläufe vor den Augen haben. Und da sage ich immer, nein, wir sind mittlerweile in einer so glücklichen Position. Wir haben gute Medikamente, wir haben verträgliche Medikamente, wir haben Therapien, die in den Alltag so integrierbar sind, dass
und das sage ich auch wirklich jedem Patienten, der jetzt gerade jung erkrankt, dass sie auf der Straße MS-Patienten begegnen und sie wissen nicht, dass diese Patienten MS haben. Und das finde ich ist ganz wichtig, diese Zukunftsperspektive ganz klar darzustellen, die Möglichkeit ein in Anführungszeichen normales Leben, denn davor haben ja viele Menschen Angst, die dann die Erstdiagnose bekommen. Ich kann keinen richtigen Beruf lernen, ich kann keine Familie gründen, ich kann keine Partnerschaft haben, ich kann keine Kinder bekommen. Das sind ja die Ängste, die da wirklich kursieren. Und das wirklich im Gespräch zu sagen, nein, das ist nicht mehr realistisch. Denn wir haben diese Therapien, wir verzögern diese Erkrankung, wir können die wirklich auch beinahe auf Nullstand zurückdrängen durch Anwendung dieser Therapien. Und wir sehen das im Alltag und wir sehen das bei unseren Patientenveranstaltungen in den Gesichtern der Patienten. Und das ist eigentlich das Schönste, was man dann haben kann, bei den Patientenveranstaltungen mit den Patienten zu sprechen, wenn die Patienten dann die Kinderfotos mitbringen oder uns Fotos schicken von der Heirat oder von der abgeschlossenen Berufsausbildung. Und das kommunizieren wir dann auch so an die Patienten. Und ich denke, das gibt den Menschen dann auch wirklich die Zuversicht, dann zu sagen, ja, ich mache das, ich gehe auch diesen Weg, auch wenn es manchmal einfach, ja, dann muss man halt wieder zur Blutabnahme oder zu Frau Dr. Rau oder ins MRT kommen. Aber ich weiß, das geht in seinen Weg. Und ich muss sagen, ich habe gestern einen Praxistag gehabt und ich habe 15 MS-Patienten gesehen und glaube ich bei 13 habe ich einfach nur gesagt, es geht gut, hier haben Sie ein Rezept für das Medikament, wollen wir nochmal Physiotherapie machen? Nö, Sie fühlen sich gut, super, wir sehen uns wieder in 3 Monaten. Und so MS-Therapie vor. Und mit einer schöneren Message und einer schöneren Vision und mit einem schöneren Gedanken könnten wir dieses Gespräch nicht beenden. Vielen, vielen Dank, Frau Dr. Rau. Ich hoffe, viele Patienten fassen jetzt den Mut, noch klarer mit ihren Neurologen, mit ihren Ärzten zu kommunizieren. Und ich hoffe auch, der eine oder andere Arzt schneidet sich eine Scheibe ab und sagt, nee, das ist der Weg, wie ich mit dem Patienten kommuniziere. Ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute, schönes Wochenende. Ja, und noch ein schönes Wochenende und noch viel Erfolg heute bei der Geburtstagsfeier. Danke. Nehme ich entgegen, repräsentativ für Trotz MS. Alles Gute. Ja, ihr habt gemerkt bei dem, wie ich fand, sehr spannenden, interessanten Gespräch, ihr habt natürlich gemerkt, dass wir nicht auf einzelne individuelle Therapien eingegangen sind. Das wollen wir nicht, das ist auch nicht unser Auftrag. Auf ichbleibeich.de findet ihr alle zugelassenen Therapien. Da findet ihr Informationen dazu. Wir wollen euch die Informationen geben, damit ihr damit dann zu eurem Arzt oder zu eurem Neurologen gehen könnt, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse mit eurem Arzt zu besprechen. Das ist uns wichtig und nicht die eine oder die andere bestimmte Therapie, weil wir haben ja gerade gehört, wie individuell diese Therapien sind und welche Chancen aus dieser Individualität auch entstehen können.